Moin zusammen und herzlich willkommen zurück zu The Last Campfire. Wir sind die kleine Ember, der kleine Ember, und wir müssen Rätsel lösen. Was wir heute genau, oder was heißt heute, woran wir immer noch sitzen, seit dem letzten Mal, das erfahrt ihr gleich so mehr oder weniger. Seid doch aber bis dahin erstmal so lieb, lasst ein Like, dann ein Abo, aktiviert das Glöckchen. Und ja, viel Spaß. So. Wir können Schmetterlinge aufschrecken, aber was sollen wir mit der Fackel? Ja, okay. Keine Ahnung. Ist hier irgendwas anderes, was wir an der... Ach ja, stopp, oben doch, oder nicht? Ach, cool. Okay, da hinten war noch eine andere. Die können wir auch gleich mal wegkokeln. Gleich mal wegmachen hier. Ach, perfekt. Ich habe aber ein bisschen Angst, dass wenn ich die Fackel jetzt hinlege, dass dann hier alles wegbrennt. Hä? Hieß es nicht, ich soll B drücken, um Gegenstände fallen zu lassen? Well, ich drücke B. Oh, es war A. Schade eigentlich. Okay, ich habe den Wurm. Dann kann ich da bestimmt direkt hingehen. Komm mal her, Piepmatz. Gib mal her, das Ding. Das war doch klar. Da ist er weg. Ach, nee. Okay, ja, in die Höhle gehen wir gleich. Jetzt gucken wir erstmal... Ja, obwohl. Brauchen wir nicht gucken, können wir auch gleich. Ich bin gerade ein kleines, also mein kleines armes Köpfchen ist gerade ein bisschen überlastet, weil hier so viele Rätsel auf einmal sind. Ich muss mich hier erstmal zurechtfinden. Komme ich da durch? Ja, komme ich. Sehr gut. Gib her das Ding. Das zerrissene Netz hing verdächtig um den Hals des Skeletts. Zerrissenes Fischernetz. Das müssen wir also reparieren. Aber wie machen wir das? Ich könnte Spinnennetze abbauen. Oh, was ist da? Ach, guck. Hier ist schon einer. Ah, ich kriege jedes Mal ein extra Mini-Rätsel. Okay. Der Fremde zitterte in der Kälte. Oh Gott! Jesus! Was zur Hölle? Erschreckt mich doch nicht so, ey. Was ist das? Eine Kette. Was ist hier? Ein Hebel. Ah, ich verstehe. Ja, okay. Wärme war eine ferne Erinnerung, gestohlen durch die vorbeigehenden Meilen. Okay, was habe ich jetzt getan? Ah. Hoppla. Nein, 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 lass das. Lass das. Okay. Nochmal. Ah. Ich verstehe. Das ist süß. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da jetzt gleich ein neues Stäbchen kriege, deswegen... Hoppla. Ja, genau, habe ich mir nämlich gedacht. Was für Angst der Kleine gehabt haben muss. Der Fremde zwinkerte Ember zu. Ist es schon morgen? Wie lange habe ich geschlafen? Also man sieht, man muss echt in jede Ecke gehen, weil ansonsten hätte ich den echt nicht gesehen. Hier gibt es nichts mehr. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich von den Spinnweben halten soll. Weil einerseits blockieren sie mich, aber auf der anderen Seite... Bin ich denn jetzt gelandet?
Okay. Schon wieder eine... Oh Gott. Leute, ich komme durcheinander hier. Ach, hier bin ich jetzt... Ach, cool. Okay. Ja, okay. Das ist also so ein kleines Mini-Netzwerk sozusagen. Ganz nice. Dann gehen wir mal wieder hier lang. So. Weiter im Text. Ich muss irgendwie nach da oben. Komme ich ja jetzt. Dann gucken wir mal, was das ist da. Was bist du? Im Inneren befand sich ein zerfallenes Tagebuch. Die Fremden auf dem Wasser sind ohne mich weiter. Wo bin ich gelandet? Ranken und Dornen setzen mir zu. Ja, ich habe keine Ahnung. Achso, hier komme ich gar nicht weiter. Ich glaube, wenn ich das richtig gesehen habe, die zweite Kiste ist hier mit drin, ne? Ich glaube, ja. Ja, was mache ich jetzt mit dem Wurm? Erstmal habe ich das kaputte Netz, aber ich kann ja kein kaputtes Netz flicken. Dann muss das mit dem Wurm ja rein theoretisch was mit den Fröschen zu tun haben. Schätze ich mal. Und die Vögel kann ich ja offensichtlich nicht damit füttern. Ich bin gerade ein wenig überfragt. Was tue ich also mit dem Wurm? Habe ich nicht gerade den Wurm angeklickt? Ach so, ich muss erstmal die Stelle finden, mit der ich inter... Nee, also ich glaube, das ist wirklich abgeschlossen. Ich glaube, der war nur eine Blockade, aber... Ich bin ein wenig überfordert gerade. In der Höhle war ich, der Schlüssel ist weg. Es kann natürlich sein, ob hier alles so ein bisschen miteinander verknüpft ist. Also, dass ich jetzt vielleicht mir die anderen Teile des Waldes angucken muss, um das so netzübergreifend zu lösen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Aber was genau das Ganze beinhaltet und wie es weitergeht, das sehen wir im nächsten Teil, würde ich sagen. Es hat mir bis hierhin echt wieder Spaß gemacht. Ich finde es einfach ultra cute, dieses Spiel. Und wenn ihr das genauso seht, seid auch beim nächsten Mal einfach dabei und dann sehen wir uns hoffentlich dann. Bis dahin, euer Malvini. Tschüss.